Al-Hasan al-Basri, rahimullah, wie erzählt wurde, hat ihn angewandt. Hat ihn angewendet, diesen Dua. Es gab Leute damals von den Mubtadi'a, von den Leuten der Erneuerung. Und im Dars, im Unterricht von Al-Hasan al-Basri, saß ein Mubtadi'a. Der war der Gründer von Mu'tazila später. Überlegt mal, er war Schüler von wem? Von Al-Hasan al-Basri. Das ist ein Berg im Wissen. Ein Berg im Wissen. Er war Sklave gewesen, Al-Hasan al-Basri. Rahimullah ta'ala. Aber schaut mal, Allah hat ihn geehrt. Allah hat ihn geehrt, subhanahu wa ta'ala. Und als Al-Hasan al-Basri gemerkt hat, dass diese Leute in seine Moschee kamen, um Fitna zu machen, erhob er die Hände und sagte, Allahumma kfinihim bimashit. O Allah, genüge ihnen, auf welche Art du willst. Einer ist sofort umgekippt und gestorben. Sofort umgekippt und gestorben. Das ist die stärkste Waffe von einem Gläubigen, liebe Geschwister.